Hi, willkommen zurück zu Bioshock. So, nachdem wir jetzt die Telekinese haben, können wir deine Schutmo wegschaffen. Und ich habe mal geguckt, schnell speichern ist auf F8. Oh, was ist das? Ah, cool. Alternatives Menü. Nee, stopp. Hier. Nur glaube ich nicht, dass man einfach so durchkomme. Das ist die Vita Chamber. Hin ist das Raketegeschütz. Ah, jetzt fällt mir was in. Warte mal, das probieren wir aber mal. Cool. Wie? Cool. Dann gucken wir uns hier sehr schon mal um, würde ich sagen. Hier riecht's echt übel. Was ist das? Warum hast du mich geschossen? Hier? Oh. Das war ein bisschen unglücklich, aber Bandagen, ja, das kommt jetzt recht gut. Mir könnte noch mal was zum Hecke suchen, weil ich ein bisschen Eve brauche. Warte mal hier. Was ist denn hier? Gut, da kommen wir nicht drin. Oh, hier ist wieder so Überwachungskamera. Kann das Sinn? Würde ich doch jetzt fast annehmen. Oh ja. Oh, ja, das war jetzt nicht beabsichtigt, ich wollte. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Okay, das hat nicht so funktioniert, würde ich sagen. Oh, da hinten wollen wir hin. Warte mal, kann ich das nicht? Das muss ich mal probieren, ob ich das Glitzerding da. Ah, sehr schön. Super genial. So, jetzt würde mich mal was anderes interessieren. Wow. Geil.
Schrott, okay. Was ist das? French Jockey. Neues Tonikum, French Jockey. Lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen... Ah, okay, das verstärkte Nahkampf. Jo, wir haben sonst schon nichts. Coole Sache, Parker, was du alles gibt. Ich war doch mal schön. Was ist mit mir geschehen? Wow. Jetzt hau drin. Pistolenmunition nehmen wir noch mit. Na? Hallo? Muss ich doch jetzt wirklich? Sehr schön. Warte mal, jetzt kann ich sie erstmal mit das Dorne, falls ich was machen muss. Wollen wir F8? Wo ist denn F8 hier? Vorsichtshalber. Okay. Besorgt alles für ein Picknick, dann machen wir uns einen schönen Arbeit, der dummes Ding. Ach, das Jörg vergesse ich immer. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Oh, hier, das können wir Arschmelze. Der Holocaust? Die Diktatur? Aber wie kriege ich jetzt mein Dings wieder zurück? Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Irgend so ein Gartending können wir das kaufen. Warte mal, kann ich nicht nur mal gucken? Du findest sowas? Das ist nur ein normaler Automat. Das ist so ein Munitionsautomat. Was war denn eigentlich mein Geld? 80 Dollar. Habe ich mal nochmal ein paar Eve-Spritze. Ja, ist erstmal gut, würde ich sagen. Na, mir wäre auch schon nochmal in so einem Garten-Ding vorbeikommen. Ich fürchte, wir kommen hier auch nochmal vorbei. So, ist doch schon uff. Dann eben später. Wow, 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 wow. Oh, war jemand. Nicht an deinen Haaren. Das liegt an deinen Gegnern. Aber ich traue dir nicht. Und dann gesagt, das wäre gefährlich. Ach, deine Freunde noch keine Ahnung. Zu Genetic Horizons und hol dir eine grobe Anwendung. Hallo? Fresh Hair. Nur dichtes, volles Haar auf dem ganzen Kopf. Das ist auch 100% wichtig. Ich denke, da komme ich jetzt hier. Scheiße, was machst denn du? Ich hab versprochen, dir nichts zu tun. Sie laufen weg. Aber wo ist doch jemand? Ich komm doch da jetzt weg. Oder was Explosives? War mal was. Was ist ein Explosiv? Blute! Wie soll ich dir helfen, wenn du nicht zu mir kommst? Du könntest mir helfen, indem du das Ding freimachst. Moment, Moment, Moment. Ziel. Um Feind. Ach, die feindlichen Granaten auf den Trümmer. Hallo? Ah, alles klar. Aber jetzt ist. Wow. Thank you.
Wow. Kann ich dich nicht zuerst killen? Ich werde sehr verbunden. Typisches Verhalten! Helfen Sie mir bei der Suche nach diesem Patienten. Okay. Versuche nachzudenken! Ich habe versprochen, dir nichts zu tun! Nee, los, das mit dem. Bist du auf? Nee, ich glaube nicht. Ich will dir nicht wehtun, aber manchmal fehlt's nicht an. Symmetrie. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Der ist Anime so ganz zuichungsfähig. Kann ich dich hacken? Warte mal. Oh, hab ich dem gerade eine Leiche an den Kopf geschmissen? Ich weiß gar nicht, irgendwas habe ich dem an den Kopf geschmissen. Es hat funktioniert. Eventuell bin ich jetzt eher sowas. Ne, sowas will ich bestimmt nicht. Wow. Ich kann wirklich die Leiche rumschmeißen, ja. Nee, hier bin ich nicht sicher. Aber hier müsste ich eigentlich sicher sein. Wie kann ich... Oh, das war... ungut. Oh, fuck! Nein! Das ist ungut, aber sowas von. Das können wir so, dann können wir mal so. Das ist schon gut. So. Ah, passt schon. Ach du Scheiße! Warte mal, kann ich hier? Was ist denn da jetzt los? Ist jetzt mal gut. Nee.
nee, nicht schon wieder. Das war jetzt aber total. Jetzt wissen wir aber zumindest, was passiert, wenn. Oh, Scheiße. Oh, fuck, das war's. Mist. Oh! Okay, das war wohl besser so. Nein! Okay, der hat sich wahrscheinlich selbst gesprengt. Eieieiei. Okay, wie kriegen wir dich mal schnell? Können wir doch. Ah, das hätte ich ja auch anstecken können. Sehr schön. Okay, aber. Jetzt haben wir hier zumindest. Neues Tonikum. Statische Entladung. Oh. Ist auch nice. Leerer Slot. Ja, ich würde sagen. Dann können wir also ne, ist jemand. Boah. Aber ich hacke das da mal schnell. Das gibt uns nämlich noch mal ein bisschen Energie zurück. Dann können wir hier mal schnell das anmachen und so und am besten so. So, dann wir haben ein bisschen Geld. Na, probieren wir mal, bevor wir durch nur alle gehen. Ich würde doch gerne da hinten rennen. So. Wie kann ich dieses Ding irgendwie. Bin mal nur Speicherer. Ich will du hinterin. Nicht so hin, ganz hin an. Ah ja, das hat schon mal funktioniert. Dann kann ich gerade mal safe hacken. $30, wow. Also wenn ich das mal nicht gelohnt hat, weiß ich auch nicht weiter. Und dann
schnell hier raus. Sehr schön. Das war doch jetzt wesentlich besser, muss ich sagen. Dann gucke ich mal schnell. Okay. Telekinese, ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, Kugel in mir. Schrotflint, da. So, da haben wir noch ein bisschen. Adam, was? Has any excuse for not being beautiful? Ach, denies us, oder? Denies kennt das Verse. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ach du Scheiße. Ich will, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Ey, du bist alle gerade schön. Ach du Scheiße. Zieh dich an. Widerlich. Holde Aphrodite. Umhauen sie alle ab. Also da, der braucht ein bisschen mehr. Warte mal, ich muss nur schnell sterben. Okay. kann ich hier eigentlich auch, warte mal. Muss ich gerade mal testen, wenn ich F9 mache. Das muss schnell laden sind. Ja, das ist doch besser. Okay, das ist doch so ein kleiner Zwischengegner, wie mir scheint. Was kann ich mit dem machen? Ich weiß, ob die Schrotflinte die beste Chance ist. Wahrscheinlich. Dann nur drei andere. Warte mal, da gucken wir schon mal. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Okay, das sie ist hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden. Ah, den locke mal an das geschützte Ohr, warte mal. Zu fett. Die da zu groß. Na jo, das hilft mir. Den locke ich an das geschützte. Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Komm mal daher, ich habe eine Überraschung für dich. Komm, put. Na, komm schon nicht? Wieso eigentlich? Na, da hat mich das Ding wieder gesehen. War ich wieder nicht aufmerksam genug. Ist doch zum Brechen, ey. Was man manchmal so für einen Scheiß zusammenspielt, ist unglaublich.
Ich muss noch abbiegen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, das hat dann doch relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier noch ist. Da muss man Tagebuch. Die Naht hätten wir und fertig. Die Hase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Boah, der ist, oder besser gesagt, war ein bisschen krank. Ach guck mal, hier hätten wir keine Ach. Bin ich durchschlag? Durchglitzert? Sowas? Nee, schon mal nicht. Impfspritze. Safe, dann muss ich sie erschrecken. Der ist aber recht einfach. Ja, aber. Hallo? Oh, fuck, ey. Nicht gut. Kann ich nochmal? So, jetzt haben wir übrigens ein bisschen Zeit. Wo muss ich denn hin? So. Ne. So könnte man doch. Oh, super, Verbandskirsche. Das war gut. Aha. So, guck mal, wenn irgendwas übersehen haben, scheinbar nicht. Hier sind wir herkommen. Das ist sein OP-Tisch, eine schöne Säge. Nope. Aber das hat sich doch noch gelohnt. Ach, Mutter, nie hier. Nur ein bisschen wenig Eve haben wir noch. Sammle. Komm, Rosa. Was hast du, Frank? Es ist der Haarausfall. Oh, Scheiße. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Ja, danke. Was zur Hölle? Freund hat doch keine Ahnung. Anzug checken.
für eine grobe Anwendung. Nicht gut. Okay, gut. Ich muss hier lang, logischerweise. Was zur Hölle? Ach du Hei, was ist denn das? Das ist doch so einer von deinen Big Daddies, du, oder? Holy shit, fuck, ey. Nur du und ich und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Was? Hallo? Ich habe jetzt irgendwas gekriegt. Aber ich habe doch irgendwas gekriegt, Inventar. Was zur Hölle? Ich habe irgendwas gekriegt. Was kann ich denn hier machen? Also ich kann die jetzt entweder killen oder... Aber die hat mir doch was gegeben. Was soll ich denn damit machen? Hinweise. Miet ändern, Schadenstypen, Forschung, nächste Medikamente, Nachrichten. Steht hier noch irgendwas? Kann ich hier? Nee. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Ja, will ich machen. Sonstiges. Tagebuch, Hammer, Tipps. Little Sister retten. K. Probieren wir mal, hä? Ah, okay. Ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für die Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Nee, ich würde die gerne retten. Ausbeuten, retten. Nein! 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 Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Das hoffe ich doch. Zeit für den Trier, süßer Engel. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Oh, fuck. Nee, das so würde ich eigentlich gar nicht alles machen. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Garden-Automat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ja, danke für den Tipp. Das war aber Mo. Okay. Der kleine Freund ist immer noch bei uns dabei. Ach. Du Scheiße, das brüche echt was in die Nerven hier.
So, Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Der Steinman ist Gen-Updates kaufen. Ah, das ist das Adam-Wuchan 80. Eve-Upgrade erhöht ihr Maximum Eve-Level. Da hätte ich gar nichts mehr. Verbandskästen. Moment. Zorn macht das Ziel wütend. Okay. Eve-Link. Ich hole mir so ein Update, hä? Nicht genügend Geld, ja, aber. Oh, Haufe Patronen, super. Das ist mal interessant. Aber da kann ich doch. Nee. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie man da wieder auf. Kann ich so nicht. Dieses andere wieder einsetzen. Naja. Gut. Das finden wir das nächste Mal hoffentlich raus. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Und bis dann. Bye, bye.